Hallo lieber Rasenfix, ich stehe mal wieder auf meinem Grün, was aber noch kein wirkliches Grün ist. Also immer wenn ich auf dem Golfplatz bin, sehe ich, dass mein Grün noch nichts taugt. Und mir hat mal ein Greenkeeper gezeigt, wie man seinen Boden analysiert, relativ einfach. Und zwar schneidet man einfach mit dem Messer hier ein halbkreisförmiges Stück Boden aus. So. Und jetzt können wir mal gucken hier, wie mein Rasen aussieht. So, gehen wir mal da rauf. Ich hoffe, er hat jetzt fokussiert. Und erstmal sieht man schon doch eine sehr, sehr schöne Quarzsandverteilung. Und hier oben ist aber ganz schön viel Filz drin. Also hier ist das noch sehr, sehr filzig, der Boden. Ich kann mal ein bisschen quetschen. Na, Wasser ist nicht drin, also dafür ist es doch schon relativ trocken. Das Wurzelwerk ist nicht mehr ganz so lang, so 4-5 cm mehr ist da nicht. Okay, aber sonst ist das sehr homogen. Gut, bauen wir es wieder ein. Ich werde jetzt hier einmal rübersanden, dann werde ich nachsehen, das erste Mal. Die Blüte ist so gut wie vorbei von der Poa Annua. Ist halt noch ein bisschen früh. Im Juni wäre noch besser. Und ich will jetzt jeden Monat einmal lüften und einmal sanden und vielleicht auch jedes Mal nachsehen, um hier ein anderes Gras zu etablieren, nämlich die Festuca rubra und die Agrostis capillaris. Ich muss mal nachgucken. Auf jeden Fall die PS11 von Rasenwelt. Keine Werbung, habe ich keine Kooperation mit Rasenwelt. Die PS11, ein anspruchsloses Golfplatzgrün, eine anspruchslose Golfplatzgrün-Rasenmischung, die wenig Dünger und wenig Wasser benötigt, was da genau unser Konzept ist dieses Jahr. Und ja, bin ich mal gespannt, ob sich hier was verändert in der Fläche. Deswegen habe ich jetzt mit Vollspoons nochmal gelüftet. Vielleicht kaufe ich mir noch ein paar Kreuzspoons, weil die noch weniger Schäden machen als die Vollspoons. Das werde ich mir jetzt nächstes kaufen. So, jetzt sande ich erstmal ein bisschen, um die Löcher zu schließen, dann kommt die Nachsaat und dann mache ich nochmal Sand drüber und dann wässe ich das ordentlich ein. Yeah! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, zuerst schmeißen wir den Sand hier drauf. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht zu viel. Gut. Okay. Checken wir mal. Erstmal nur so ein bisschen die Löcher rein, dass die Löcher sich so ein bisschen füllen und die Saat muss ein bisschen abtrocknen. Nicht zu tief fällt. Hier ist gut. Hier ist schon zu viel. Ich atme schon wieder schwerer. Wen wundert's. Okay. Hier fehlt noch ein bisschen was. So. So, hier noch ein klein. Hier noch ein klein. Hier noch einen größeren. Null,
Zweiersand. Gewaschen. Gut gewaschen. Möglichst ohne Ton- und Schluffanteile. Also 0,06. Ist das dann so? Alles, was rauswäscht, ist unter 0,06. So, erstmal rein in die Löcher. Morgen soll es wieder regnen. Und solche Steinchen gehen ja gar nicht. Oh! Shit. Fail. Mist. So. Freut sich wieder mein Spindelmäher. So, hier ist eine kleine Lücke. Die kannst du ruhig ein bisschen tiefer, so eine Bodenwelle. Was ist das denn hier? Interessant. Oh. So, gut. Okay, das reicht. So, jetzt. Ah, jetzt nachsehen. Das ist die PS11. British Green. Die Briten wissen Bescheid. Und die hat tatsächlich eben die Agrostis capillaris und die Festuca rubra. Commutata, Trichophylla und Zama capillaris. Genau. Das ist eine sehr anspruchslose Rasenmischung, ein bisschen durchmischen. Und jetzt ganz entspannt hier, ohne genau hinzugucken, von Hand rausstreuen. Wahrscheinlich viel zu viel. Man soll nicht zu viel streuen, macht der Rasenfreak wahrscheinlich. Aber es wird ja auch noch. So, dann muss ich ein bisschen zu viel. Mann, oh, guck mal, die Vögel. So. Viel hilft, viel ist falsch. Das muss man gar nicht zu viel machen. Außen noch rum. So, ja, gut, British Green, kommt Vögelchen, so, jetzt bürsten wir das ein, richtig schön einbürsten, dass sich eben Sand vermischt. Sehr gut. Sehr gut, schon wieder ein Steinchen. Aber nicht wahnsinnig. So. Besser wäre es noch, die Saat richtig über Schlitze in den Boden reinzubringen. Ja. Also richtig meine Sämaschine. Aber ich wollte noch nicht so stark hier schlitzen. Und ich will, wie gesagt, ein paar Mal. So, sehr schön. Ich habe tatsächlich diese Saat hinten auf unsere Stelle, wo wir die Maulwurfsperre eingebaut haben, schon ausgesät. Das zeige ich euch jetzt mal. Und da kommt sie schon. Kommt echt gut. Ist ein bisschen eingehakt. Da, das ist sie. Hier. Hier. Hat lange gedauert. Hier Schachtelhalm. Einer fragte, was machst du gegen Schachtelhalm? Oft mähen, dann ist er nicht da.
ein wirklich feines Gras. Wahnsinn. Also irre. Hier, guck mal. Da, das ist jetzt gut. Das ist gut. Guck mal, wie fein das ist. Wie fein das ist. So, jetzt seht ihr noch unsere neueste Errungenschaft. Es ist eine unheimliche Erleichterung. Zack. Und gib ihm. Ah, traumhaft. So, er liegt noch ziemlich viel oben drauf. Ja, jetzt muss man wieder natürlich wässern, wässern, wässern. Und ja, nach ein, zwei Wochen, ungefähr zwei Wochen, man sagt bei der Festuca, die braucht so zwei Wochen fürs Auflaufen. Steinchen. Bin mal gespannt. Steinchen. Es geht gerade die Sonne weg, das ist gut. Ja, da drin wollen wir natürlich keine Saat haben. Der Einzige, der den Sand nicht liebt, ist der Spindelmäher. Es ist so unglaublich, wie dieser Sand verschwindet. Eben dachtest du noch, Mist, kein Gras mehr da, alles weg. Und jetzt? Jetzt gibt's denn sowas? Kommt das Gras wieder durch? Der Rasensamen, die Saat braucht Bodenkontakt. Oh, was ist das denn hier? Riesenstein. Oh, Hilfe. Da sieht man natürlich auch gleich die Steinchen. Oh. Klasse sieht das aus. Steinchen. Oh, oh. Oh, das war knapp. Der Kamera. Kleinstes Steinchen. Oh, jedes kleinste Steinchen hier. Das sollte natürlich nicht im Rasen, im Sand drin sein. Im Rasen drin sein. Soweit in diesem Theater. Ja, lieber Randflix, das war es soweit mit dem kleinen Video hier zum Thema kontinuierliches Lüften, ne, Luft in den Boden, gegen den Rasenfilz, sanden, um die Oberfläche trocken zu kriegen. Mag die Poanua nicht. Nachsehen einmal im Monat, also auf jeden Fall lüften und sanden einmal im Monat. Will ich jetzt machen nach der Poa-Blüte. Geht es wieder ab hier. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wissen wollt, wie das Grün sich entwickelt, tja, dann bleibt einfach dran. Ich freue mich auf euch. Tschüss.